Und hallöchen, meine lieben Freunde, mal wieder zurück zu Dragon Quest. Ach, lang, lang ist es her. Wir haben schon längst Neujahr hinter uns und ich versuche nochmal Dullahmegas zu besiegen. Aus dem Grund, wir müssen ihn ja irgendwann auch besiegen und weiterzukommen. Bin jetzt bei jedem ein Level aufgestiegen. Ja, sogar zweier. Hab noch ein paar Fähigkeiten dazu bekommen. Ein paar Angriffssätze. Und ich schaue jetzt mal gerade, ob wir überhaupt da weiterkommen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Das weiß ich nämlich gar nicht. Müssen wir einfach nur betreten hier? Okay. Ah, wir machen direkt weiter da. Alles klar. Also sollte das nicht funktionieren, werde ich wieder weiter trainieren, versuchen, es fix hintereinander zu bringen, aber kann ich immer noch nicht direkt sagen, direkt Team rufen. Ja. Dann müssen wir mal gucken, ob wir das schaffen. Eventuell kann es sein, dass ich auch cutte oder wenn ich doch noch versuche, erneut weiterzumachen. Direkt weiter damit zu machen. Sprich, ich versuche, keine Ahnung. Ich bin jetzt eigentlich viel Schaden, der Typ. Ne. Wenn ich jetzt, ich sag mal, meine, ich schaffe. Ich bin jetzt gerade an dem dran, dass ich den doch vielleicht besiegen könnte. Werde ich dann kurz cutten und den letzten End dann doch weitermachen oder schnell durchlaufen. Mal gucken, dass wir halt nicht so oft bei dem wirklich da sind. Nein, ist geschockt. Oh, Staffons, der stärkste Mann. Da habe ich mir noch ein paar Tipps durchgelesen. Also man sollte auch vielleicht den Käse noch benutzen, aber ich dachte mir, vielleicht behalte ich den für schwere Zeiten. Ich weiß ja nicht, ob es kommt und wie. Das muss ich auch mal schauen. Kann ich eigentlich nochmal Team rufen? Ne, bestimmt nicht. Das war klar. So. Nochmal einen Angriff, bitte. Beschleunigung. Mega-Stärkung. Jetzt mal schauen, ob das klappt. Also Jessica regeneriert jetzt jede Runde neuen Mana, weil sie einen Stab benutzt. Und dann versucht das halt immer ein bisschen fortzuführen. Mal gucken, ob das wirklich gut klappt jetzt mittlerweile. Weil wir sind jetzt an den Punkt gekommen, dass wir wirklich voll geheilt sind selber. Oh, du blöder Wichser. Selbst komplett mit allen Sachen voll geheilt sind, mit den Monstern reingekommen sind direkt in die Gruppe. Da sehen wir gleich, Jessica heilt sich. Ah, schauen wir mal. Echoschuss, Blitz. Boah, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ah. Boah, der zieht bestimmt jetzt richtig. Jetzt müssen wir mal eine kurze Runde heilen. Warum? Läuft er zweimal? Ah, ist das ein Arsch. Weil die Kämpfe soll bis zu knapp einer Stunde gehen, der erste und der zweite zusammen. Und das ist schon eine enorme Sache, finde ich. Warum kann ich den nicht benutzen? Einfach direkt der Angriff weiter. Ach, verdammt. Das habe ich nicht geheilt. Vollheilung. Brauche ich ja nicht machen. Angriff. Neue Chance. Jawohl. Genghis macht einfach immer kontinuierlich weiter. Hat die eigentlich. Ne. Mega Schwächung machen wir. Vollheilung auf Genghis.
nicht betroffen. Na, ich krieg einen Anfall. Oh, Gott sei Dank immer nur einen bisher. Ich weiß jetzt nicht, wie es verläuft. Ich kann es nicht verraten. Bisher finde ich, es läuft gerade ein bisschen scheiße. Ah, oh, da kann ich mich auch volle Möhre täuschen. Warte mal, ich kann doch Heilung. Ne, die sollen mir ruhig weiter den Angriff machen. Was machen wir denn? Wumm? Wie war Abschirmung? Ich denke, die verfeuern Eisschützen. Jetzt machen wir erst Flash. Ich weiß ja nicht mal, wie viel Leben der hat. Das hab ich jetzt nicht so nachgeguckt. Hab ich jetzt. Dass er zweimal angreifen kann. Das ist richtig kacke. Aber konzentriere ich oder konzentriere ich nicht? Der schafft, glaube ich, noch nicht die Megastufe, die 100er. Jetzt habe ich den noch einen Zauber. Magie. Das ist okay. Teilen, genau. Kann ich das. Team rufen? Dann kann ich das denn nur rufen? Kann ich das nur einmal im Ding rufen? Das finde ich natürlich blöd. Jessica, die vor Feuer und Eis zaubern schützt, hat sie ja gar nicht. Machen wir mal das. Brupp. Dass ich keine Multi-Heilung habe, das ist gerade ein bisschen scheiße. Da wäre ich mit so geil ausgerüstet, Multi-Heilung. Nimm mal das auf Angelo und der soll einfach eine Verheilung auf Jengis machen. Futz. Alles einzige Schaden, den ich gerade richtig machen kann. Okay, das ist schon mal weniger, das ist super. Jetzt kann ich wieder alles auf mich anwenden. So, klar. Habe ich irgendwelche Zauber? Vollheilung, Ding Dong, neue Chance, Brutzel. Ne, uninteressant. So, Jessica. Aber erstmal so. Vollheilung, noch eine normale Heilung. Ja, das Problem ist, dass wir nur 100 Schaden pro Runde machen, jetzt richtig effizient. Ah, und ich hätte eine Vollheilung setzen müssen. Alistair. Vollheilung auf sich selbst. Jengis macht einfach so weiter. Neue Change. Jawohl, funktioniert. Sauber. Geht gleich wieder down, weil er irgendwelche Angriffe macht. Die mich ja so richtig freuen gerade. Gibt's nicht. Ich will gerade eigentlich nur das benutzen. Komm, wir machen vielleicht den hier. Ja, das glaube ich, das bringt nichts. Okay, das Leben zurück. Ja, da haben wir eigentlich eine ganz gute Chance gerade, dass sie immer zurückkommt. Na, ja, bringt ein bisschen mehr. Oh, alle stehen. Oh.
scheint ein bisschen mehr Attacke zu machen. Machen wir das mal so und dann machen wir mal Vollheilung auf Jessica. Die tun so weh. Sicherlich. Was ist mit dir denn falsch? Heilung, Heilung, Heilung. Nee. Einfach. Obwohl, wir machen hier normale Angriffe. Einfach Selbstheilung, warte mal. Wir heilen so. Machen eine Vollheilung auf sich selbst. Sicher. Hau mal richtig raus. Sicher. Sicher. Jetzt aber. Nicht mehr lustig. Plus ein. Dann geht's weiter. So. Ne. Dann machen wir auf sich selbst und Angelo soll eine Pfeilheilung auf Jengis machen. Das passt gerade gut, dass er eine Vollheilung kriegt. Ja. Sind wir voll gut mit ausgekommen. Ja, dann hat wieder drei Runden Ruhe sozusagen. Dann machen wir mal Vollheilung aus sich selbst. Jengis macht einfach normal weiter. Jessica macht Energieschub auf Jengis. Und Angelo. Halt mal Jessica. Na, die geht eher drauf als Angelo. Ah, jetzt kommt nicht noch der Angriff. Da wäre sie nämlich platt gewesen und Angelo hat sie überlebt. Sollen wir eine Vollheilung auf Angela machen? Die kann mal die magische Barriere machen, obwohl die kann Abschirmung eigentlich reinzimmern. Und hier machen wir eine Vollheilung auf Jessica. Ich glaube, dass ich. Oh, ich habe gerade richtiges. Jetzt kommt er mit seiner Kackattacke. Warte mal, habe ich nicht Gepäck benutzen? Probier es einfach mal aus. Ich weiß es nicht. Was es mir bringt, Käse habe ich eigentlich noch genug. Aber so eine. Jetzt sieht die Angst. Ist eine einzelne Person. Wo ist es denn? Multischuss-Schlummer. Da ist er. Nicht betroffen. Warum? Man kann ja keine Mega-Schwächung auf sich nehmen. Oder keine Schwächung. So, ein bisschen Mana wieder. Auch immerhin was. Weiter so, so. Jessica schleunigt einfach weiter.
Wir machen noch eine Mega-Stärkung. Müssen jetzt immer gucken, dass wir es irgendwie hinkriegen. Mana wird irgendwann alle sein, das weiß ich jetzt schon. Selbst wenn wir immer die Abwehrkräfte und sowas hoch, die verschwinden ja jedes Mal. Wir haben den besiegt? Was? What? Wir haben 15 Minuten dafür gebraucht.